Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 1. August 2016. Mein Name ist Norbert Giso. Was ihr hier seht, ist das Horoskop vom Neumond vom Dienstagabend, also von morgen Abend. Der Neumond ist ja immer der Beginn eines neuen Sonne-Mond-Zyklus, welches ungefähr 29 Tage Bedeutung hat und auch das Ende des alten Zyklus. Hier kommen eben Sonne und Mond zusammen und der neue Zyklus beginnt im Löwen und gibt daher eben Auskunft über die Energien, die uns in der nächsten Zeit halt bewegen. Der Neumond ist der Beginn des Zyklus und im Löwen geht es hier um Kreativität, um Energie, um Selbstbewusstsein. Und Selbstbewusstsein ist im Grunde die Grundlage ja für jegliche Art von Kreativität. Denn nur wenn wir ein gutes Selbstwertgefühl haben, können wir auch daraus heraus kreativ tätig sein. Und hier gilt es im Löwen eben, uns auf unsere inneren Stärken zu besinnen, uns auf unser Herz zu besinnen. Denn der Löwe ist im Tierkreis das Herz. Das heißt, dieser Neumond möchte uns mit unserem Herzen in Verbindung bringen und wir können im Grunde daraus sehen, inwieweit es für uns möglich ist, aus unserem Herzen heraus unser Leben zu gestalten oder eben, ob wir eben durch Ängste, Zwänge oder eben durch äußere materielle Werte wie Geld, Erfolg, Ruhm etc., Anerkennung, ob das eben die Dinge sind, die uns bewegen, die uns leiten oder eben auch nicht. Wir sehen auch die Themen dieser Zeit hier im Neumond, weiterhin das Quadrat von Saturn und Neptun, welches ja symbolhaft für all diese schwierigen Umstände stehen, mit denen wir zu tun haben. Die Integration von Fremden, die Verunsicherung, die Auflösung alter Normen und alter Regeln und eben auch die Schwierigkeit, fremde Religionen zu verstehen und zu integrieren, etc., etc., auch die innere allgemeine Verunsicherung. Wir sehen auch Mars, der hier gerade zum Neumond in den Schützen eingetreten ist, der sich hier morgen Abend auf Null im 0. Grad des Schützen befindet. Und wir sehen eben Venus im Löwen und auch Merkur in der Jungfrau. Gucken wir auf die Konstellation von heute, weil noch ist ja der Neumond nicht da. Wir sehen, heute haben wir den Mond im Zeichen Krebs und dort wird er auch den ganzen Tag noch laufen. Erst morgen in der Nacht zum Dienstag um 3.12 Uhr geht es dann in den Löwen. Mond im Krebs, eben eine sehr introvertierte, sehr emotionale Stellung, wo es im Grunde vor allem darum geht, sich mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Die eigenen Gefühle sind eben, wie ich eben schon sagte, die Grundlage dann auch für die Kraft des Löwen, aus diesen Gefühlen heraus nach außen zu treten und ist eben dann die Grundlage dafür. Wir sehen hier auch Mars im Übergang vom Skorpion in den Schützen, was bemerkenswert ist, weil ja Mars in dieses Jahr innerhalb seiner Rückläufigkeit ja schon mal im Schützen stand, rückläufig wurde, in den Skorpion zurückging, dort wieder direktläufig wurde und jetzt dabei ist, erneut in den Schützen einzutreten. Morgen Abend um 19 Uhr 49, also kurz vor dem Neumond ist es soweit. Mars, also im Übergang zwischen Skorpion und Schütze, ist eine etwas heikle Stellung, weil eben der Mars damit das Alte verlässt und ins Neue eintritt und daher verunsichert ist, in welche Richtung seine Energie sich wendet, in welche Richtung hier aktiv werden soll. Das kann bedeuten, dass wir heute und morgen nicht genau wissen, in welche Richtung wir uns bewegen sollen, dass wir unsicher sind, welche Entscheidung wir fällen sollen. Manchmal ist es dann auch besser, noch etwas abzuwarten. Oftmals klären sich die Dinge dann dementsprechend. Von daher kann es eben auch zu Fehlentscheidungen kommen. Wenn dann Mars allerdings den Skorpion verlässt und in den Schützen wechselt, wird höchstwahrscheinlich eine Zeit größeren Schwungs kommen,
Sportaktivitäten, Bewegungen werden Auftrieb erhalten, sodass man schon sagen kann, jetzt mit morgen Abend, mit dem Neumond und dem Eintritt vom Mars in den Schützen beginnt hier eine neue Phase. Und wir sind halt jetzt am Ende der alten Phase, die eben sehr stark auch durch unbewusste Tendenzen bestimmt ist und eine gewisse Verunsicherung mit sich bringen kann. Merkur ist inzwischen in die Jungfrau, hier schon im dritten Grad. Die ganze Geschichte wird also begleitet von einem sehr analytischen Denken, was eben in schwierigen Zeiten oftmals eben auf den Fokus auf die Schwierigkeiten richten kann. Hier gilt es also wirklich konstruktiv und positiv zu denken. Gut, dann wünsche ich uns alle heute, uns allen mit dem Montag einen schönen Wochenanfang und melde mich dann morgen nochmals auch mit dem Neumond. Bis dahin, alles Liebe und tschüss.